Lech Posen ist international immer noch dabei. Gegen Bodo Glimt aus Norwegen qualifizierte sich Lech Posen für das Achtelfinale der Conference League. Und nun müssen sie gegen Schweden antreten, gegen Djur Gårdens. Nach zwei Niederlagen in der Liga in Folge wollten sie gegen Lechia Gdansk dann wieder in die Erfolgsspur in der Liga zurück. Und sie gingen in der 25. Spielminute mit 1:0 in Führung. In der 37. Spielminute hätte Adriel Balur auf 2:0 erhöhen können. Aber der Ball ging knapp daneben. Dann gab es mal einen Angriff von Lechia Gdansk. Nicht wirklich gefährlich in den letzten vier Spielen. Zweimal unentschieden, zweimal verloren. Nur zwei Tore für Lechia Gdansk. Und dann hatten sie auch noch Pech. In der 44. Spielminute blockte Michał Skorasz diesen Ball von Lechias Keeper Dusan Kuciak. Und der Ball landete im Kasten. 2:0 die Halbzeitführung für Lech. In der zweiten Hälfte dann ein erster Angriff von Lechia Gdansk, die sich was vorgenommen hatten für die zweite Hälfte. Das dauerte aber nicht lange, bis dann Michael Ishak seinen 10. Treffer in dieser Saison erzielte und für Lech auf 3:0 erhöhte. Damit war das Ganze natürlich gelaufen im Stadion von Poznan. Aber Lech hatte noch nicht genug. Sie wollten noch ein paar Tore machen. Und Christopher Welde machte in der 83. Spielminute seinen ersten Treffer. 4:0. Lech Posen meldet sich eindrucksvoll nach zwei Niederlagen in der Liga zurück. Auch beim letzten Treffer von Christopher Welde hatten sie noch einmal Glück. Der abgefälschte Ball landete wieder im Tor. 88. Spielminute. 5:0 schlägt Lech Posen das Team von Lechia Gdansk. Lechia steckt ganz, ganz tief im Abstiegskampf. 5 Spiele, 2 Punkte und nur 2 Tore geschossen. Dann kassieren sie bei Lech Posen auch noch 5 Tore. Und für Lech war das natürlich eine Top-Generalprobe vor der Partie gegen Djur Gårdens im Achtelfinale der Conference League.